Hallo ihr Lieben. Corona, Desinfektionsmittel und Masken werden uns ja scheinbar noch länger begleiten. Ich habe inzwischen richtige Probleme gekriegt mit dem Desinfektionsmittel, weil das einfach die Hände so angreift, die Haut auch so unschön macht. Und habe es herumexperimentiert und auch Ärzte und Apotheker gefragt, um ein pflegendes Desinfektionsmittel herzustellen, das so richtig Laune macht, es zu benutzen. Erstmal funktioniert es mit einer ganz normalen Desinfektion, mit einer käuflichen. Die muss gegen behüllte Viren wirksam sein, sonst bringt es das nicht. Sonst bringt es so oder so nicht, auch ohne Pflegestoffe drin. Dann füge ich in diese Desinfektionsflasche ein bisschen Emulgator hinein, weil ich möchte Öl und diese Flüssigkeit vermischen. Es ist wirklich nicht viel, es ist ein halber Teelöffel. Als Tipp, den Emulgator habe ich mir einfach gekauft im Drogeriemarkt. Das ist einfach Lecithin. Lecithin für, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und das wirkt hervorragend als Emulgator. Zusätzlich füge ich dieser ganzen Sache noch 2 Teelöffel Aloe Vera Gel. Das kann man einfach so kaufen. Es muss reines biologisches Aloe Vera Gel sein. Also für meine Ansprüche auf jeden Fall. Und 2 Teelöffel feinstes Gesichtsöl. Durch den Emulgator verbindet sich das nämlich auch. Man sollte es vorher vielleicht auch immer ein bisschen schütteln, bevor man es benutzt. Und weil ich vielleicht jetzt etwas Wirkung rausgenommen habe durch die Verdünnung, gebe ich wieder welche rein, indem ich antivirale ätherische Öle dazu gebe. Zum Beispiel Lavendelöl, 20 Tropfen. 17, 18. Lavendelöl ist wirklich anerkannt antiviral. Dazu Thymian. Warte bitte, 20. Und man kann noch Weißtanne dazugeben. Das ist eine lustige Mischung, aber irgendwie riecht es am Schluss dann doch nicht so unangenehm. Ich mag es nicht, das mache ich dann später rein. Jeweils 20 Tropfen ätherische Öle. Zitrone kommt auch noch dazu. Es kommen schon die Besten, die finden das irgendwie lecker. So sind die Schwebfliegen. Gut, das Ganze schüttel ich jetzt noch. Und damit habe ich ein wunderbares, herrliches Desinfektionsmittel, dessen Benutzung wirklich Spaß macht, weil es ist so angenehm, die Hände gleichzeitig zu pflegen und zu desinfizieren. Am Anfang riecht es noch nach Alkohol, also ich schnupper jetzt nicht sofort. Aber später, nachdem der verflogen ist, hat man wirklich gepflegte Hände, schöne, weiche, zarte Haut. Die duften auch ganz leicht nur, nicht so schlimm. Und ich finde das eine ganz wunderbare, lebenserleichternde Sache. Ich habe mir einfach dann so eine Flasche gemacht für die Toilette, für die Gästetoilette, wo drauf steht, dass man es nochmal schütteln soll. Und genau, jeder kann die dann benutzen und ist gut gepflegt, desinfiziert und hat schöne, weiche Hände, was ja auch ganz wichtig ist. Generell. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.